Weinet nicht, wenn der Regen fällt, auch diese Woche gibt's wieder einen Newsflash aus dem Bezirk Amstetten. Im Bezirk Amstetten heißt es jetzt immer öfter runter vom Gas. Nicht nur wegen den neuen Blitzgeräten, sondern auch wegen den 30er-Zonen, die sich immer weiter ausweiten. Die Geschwindigkeitsbegrenzung soll vor allem Lärm reduzieren und die Verkehrssicherheit steigern. Auch in der Stadt Amstetten ist das Tempolimit 30 ein Thema. Schwerpunkt wird dabei die Jahnstraße und die Ibstraße. Ja, und für die Citybusse gibt es jetzt erste Details zum neuen Konzept. 5 E-Busse werden in Zukunft auf 7 Linien unterwegs sein. Dabei werden die Fahrzeiten ausgeweitet und an die Bahnanschlüsse angepasst. Wir wünschen gute Fahrt. Wir sind jetzt im Viehdorf, dort wird es am Samstag, den 22. April, für Fans von Old- und Youngtimern interessant. Was ist denn am Samstag im Viehdorf? Ja, also wir, der ÖMTC Zweigverein Amstetten, veranstalten ein Oldtimer-Treffen, Youngtimer-Treffen mit einer kleinen Ausfahrt, wo wir rund 150 Kilometer durchs schöne Wustviertel fahren und ein paar kleine Aufgaben zum Erfüllen haben. Muss man da Mitglied sein, dass man da dabei sein darf? Nein, es sind alle Freunde der Automobile, sprich Oldtimer, Youngtimer, Motorräder, herzlichst eingeladen. Also die Mitgliedschaft im ÖMTC ist keine Pflicht bei uns. Und 4 Aufgaben sollen da ja gestellt werden oder absolviert werden. Was sind denn das? Wie kann man sich das vorstellen mit den Oldtimern? Also die Aufgaben kann ich momentan noch nicht verraten. Die werden dann für die Teilnehmer im Roadbook angeführt, damit die Leute wissen, um was es geht. Es ist aber so, wir erfahren heute keine Wertungsgeschichten mit Tripmaster und sonstigen Hilfsmitteln. Also es ist einfach wirklich nur der Spaß an der Sache. Danke fürs Interview. Zum Schluss gibt es noch einen Veranstaltungstipp für dieses Wochenende. Am Freitag, also morgen, beginnt in der Remise das Cider und Spring Festival. Dort dreht sich dann alles um den Mostfrühling und um die heimische Kulinarik. Mit DJs und Livebands sowie Vorträgen und Workshops möchte man in der Remise eine Veranstaltung der besonderen Art auf die Beine stellen. Auch am Samstag, also übermorgen, bietet sich ein Besuch am Festival an. Ab 12 Uhr geht dieses Event nämlich in die zweite Runde. Da war jetzt hoffentlich für jeden was dabei. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute.